Warum hat ein 10 Stunden Blackscreen-Video auf YouTube eigentlich mehr Aufrufe als dieses Video? Und warum haben Handys gefühlt jeden Tag weniger Speicherfrei? Warum? Wieso? Weshalb? Die zweite Frage kann ich euch vielleicht beantworten, weil wenn ihr nicht gerade jeden Tag 12.000 neue Fotos knipst, liegt es wahrscheinlich am Cache. Der Cache ist ein Zwischenspeicher, den ihr benutzt, ohne es zu bemerken. Beispiel, ich bin in TikTok auf meiner Page. Ich gehe auf den Homescreen und mache komplett mein Internet aus. TikTok mache ich zu und wieder neu auf. Wie ihr seht, kein Internet, aber meine Seite ist trotzdem geladen. Meine Seite ist trotzdem geladen. Warum? Weil die Daten noch von früher im Cache gespeichert sind. Und das gilt beispielsweise auch bei WhatsApp. Wenn ihr ein Profilbild nochmal anschaut, müsst ihr es nicht nochmal neu runterladen, weil es schon im Cache gespeichert ist. Problem, der Cache leert sich meistens nicht von selbst. Mit der Zeit sind es also immer mehr Mülldateien und die verbrauchen Speicher. Jetzt bleibt nur noch eine Frage.